Auf Narutos Drängen hin hatte sich Sasuke dann doch auf den Weg in die Firma seines Bruders gemacht, auch wenn sein Herz ihm dabei bis zum Hals schlug. Im Grunde wusste er wirklich nicht, was ihm bevorstand. Und jetzt, wo er mit Naruto über seine Probleme gesprochen hatte, fragte er sich immer mehr, ob er sich damals nicht vielleicht einfach nur total in irgendwas verrannt hatte. Ob er sich das alles vielleicht nicht einfach nur eingebildet hatte. Vielleicht war sein Bruder an all dem überhaupt nicht schuld und vielleicht hatte Sasuke ihn die ganzen Jahre umsonst gehasst. Mittlerweile redete er sich sogar schon ein, dass er sich verhört hatte, als der Polizist von dem Mord gesprochen hatte. Immerhin war er noch sehr jung gewesen und vielleicht konnte er sich schon gar nicht mehr alles richtig zusammenreimen. Das ging ihm die ganze Zeit über durch den Kopf, während er die Firma betrat. Ein wenig unsicher sah er sich um und seufzend fuhr er sich durch die Haare. Er wusste, dass Itachi mit Sicherheit mit ihm reden wollte und deswegen ließ er sich vom Fahrstuhl direkt in die Etage bringen, in der sein Bruder sein Büro hatte. Dort sah er Hinata an und senkte ein wenig den Blick. »Ist er sehr so?« flüsterte Sasuke leise und Hinata nickte unsicher. »Ich denke schon. Auf jeden Fall hat er irgendeine Vase an die Wand geworfen. Ich gehe also schon mal davon aus, dass er sauer ist.« Aber sie senkte den Blick und flüsterte leise, »Du hättest dich nicht erwischen lassen dürfen.« Perplex starrte Sasuke sie an, dann lächelte er ein wenig. »Ich weiß, Hinata. Ich weiß.« Ohne sie noch einmal anzusehen, machte er sich auf den Weg zur Tür, hämmerte gegen diese und trat ruhig in das Büro, ohne darauf zu erwarten, dass Itachi sich meldete. Der saß an seinem Schreibtisch und starrte Sasuke wütend an. Er sprach kein Wort und ließ Sasuke dann erst einmal eine ganze Zeit lang dumm im Raum stehen. Seine Augen funkelten und man sah ihm deutlich den Hass und die Enttäuschung an, die er fühlte. »Setz dich«, meinte Itachi irgendwann sehr ruhig, und Sasuke folgte seiner Aufforderung und setzte sich auf den Stuhl. Er wartete auf seinen Anschiss und starrte aus dem Grund einfach nur auf den Brandfleck auf Itachis Schreibtisch. Er starrte ihn einfach weiter an und lehnte sich dann irgendwann zurück. »Du hast also die Zahlen manipuliert. Und ich habe dir vertraut. Kannst du mir mal sagen, warum du das gemacht hast? Warum arbeitest du für Sasori?« Sasuke schluckte ein wenig und holte tief Luft. Wie sollte er das denn jetzt überhaupt erklären? Wenn er Itachi von seiner ganzen Idee berichtete, die er die ganzen Jahre im Kopf gehabt hatte, dann würde er ihn doch für verrückt erklären lassen. Aber irgendwas musste sich Sasuke jetzt wohl einfallen lassen und doch kamen nicht so richtig Worte über seine Lippen. Einen Moment lang wartete Itachi ab, doch dann schlug er mit der Hand auf den Tisch und fauchte Sasuke wütend an. »Wie sehr musst du mich hassen, dass du mich wirklich an meinen ärgsten Feind auslieferst? Hast du mich ehrlich so sehr? Was habe ich dir denn getan, Sasuke? Was habe ich falsch gemacht, dass du so mit mir umgehst?« Sasuke schluckte ein wenig und knabberte auf seiner Unterlippe herum, doch dann kamen die Worte aus ihm heraus. »Du hast mich angelogen. Von Kind auf an hast du mich angelogen. Der Tod unserer Eltern war kein Unfall. Ich habe die Polizisten belauscht, wie sie sich mit dir unterhalten haben, und sie haben dir gesagt, dass unsere Eltern erschossen wurden und dass jemand wohl einen Auftragskiller auf sie angesetzt hat.« Itachi blinzelte ein wenig perplex, denn er hatte nicht damit gerechnet, dass Sasuke davon wusste. Eigentlich hatte er wirklich mal gedacht, dass er ihm das mit dem Unfall abgekauft hatte. Ein wenig hatte Itachi schon ein schlechtes Gewissen, aber auf der anderen Seite war das noch lange kein Grund, ihn an seinen Erzfeind zu verkaufen. »Ich wollte dich beschützen, Sasuke. Du warst noch viel zu jung. Da wollte ich dir nicht gerade auf die Nase binden, dass man unsere Eltern erschossen hat. Ich dachte, du kommst besser damit klar, wenn sie durch einen Unfall gestorben sind, als wenn sie jemand ermorden wollte. Aber musst du mich deswegen so hintergehen? Wolltest du deswegen mein Leben zerstören? Weil ich eine kleine, gut gemeinte Notlüge in die Welt gesetzt habe, weil ich dich beschützen wollte?« Sasuke knabberte erneut an seiner Unterlippe herum, denn die Vorwürfe von Itachi waren wirklich begründet. Er traute sich überhaupt nicht, ihm in die Augen zu sehen, denn die Enttäuschung in diesen zu lesen machte ihm Angst. »Es war nicht wegen der Notlüge«, flüsterte Sasuke leise. »Ich habe Nachforschung angestellt, weil du wolltest ja einfach nicht mit mir reden. Immer wenn ich mit dir über unsere Eltern sprechen wollte, dann hast du einfach abgeblockt. Wann immer ich auf den Friedhof wollte oder so, hast du mich ignoriert und hast so getan, als wären unsere Eltern nur im Urlaub oder so. Das hat mich einfach total genervt. Du hast mich damit auch verletzt.« Ein wenig blinzelnd legte Itachi den Kopf schief. »Du hast also Nachforschung angestellt.« »Ich glaube das nicht.« »Würdest du mir dann bitte auch erzählen, was dabei rausgekommen ist und was die Sache mit dem Friedhof angeht?
Ich wollte da persönlich nicht hin. Ich bin da auch nicht einfach mit klargekommen und hab mich lieber versteckt. Das war Selbstschutz, weil ich... Immer wenn ich da hingehen wollte, hat es mir das Herz zerrissen. Alleine nur die Vorstellung, den Grabstein unserer Eltern zu sehen. Ich konnte das einfach nicht. Wenn du doch nur einmal mit mir geredet hättest, Sasuke, dann hätte ich dir das alles vorher erklären können. Bedrückt senkte Sasuke den Blick, denn wenn er ehrlich war, dann hätte Itachi schon recht. Er hätte wirklich viel früher mit ihm reden müssen. Aber dafür war es nun zu spät. Sasuke konnte nicht mehr machen, als nun auch noch die letzte Bombe platzen zu lassen. Ich habe nur herausbekommen, dass derjenige, der den Attentäter bezahlt hat, Uchiha hieß. Naja, und außer dir und mir kenne ich doch noch keinen jemanden mehr. Sasuke war zum Schluss immer mal leiser geworden. Er wusste, was er Itachi da vorwarf, und er war blass geworden. Aus einem Grund, weil Sasuke mehr herausgefunden hatte als die Polizei, und auf der anderen Seite, weil er ihm zutraute, seine eigenen Eltern ermordet zu haben. Im ersten Moment wusste Itachi überhaupt nicht, was er sagen sollte, und er schüttelte nur benommen den Kopf. Du glaubst allen Ernstes, dass ich meine Eltern umbringe? Das traust du mir zu, deinem eigenen Bruder? Sasuke wurde immer kleiner, denn ihm wurde immer bewusster, was er da überhaupt von sich gegeben hatte und mit welcher Lüge er die ganze Zeit über gelebt hatte. Was er sich da die ganze Zeit über eingeredet hatte. War das vielleicht alles nur Schwachsinn gewesen? Itachi schüttelte den Kopf. Ich weiß gar nicht, was mich mehr enttäuscht, Sasuke. Dass du mir überhaupt sowas zutraust oder dass du mich dann auch noch so hintergehen musst. Nur weil du wütend auf mich bist, musst du doch nicht die Firma unserer Eltern ruinieren. Gott, du hast mich so enttäuscht. Ich will dich hier wirklich erstmal nicht mehr sehen. Du bist in meiner Firma nicht mehr tragbar. Und ich muss auch da Prioritäten setzen. Immerhin muss ich auch als Chef denken und du hast mich dermaßen hintergangen. Das ist nicht tragbar, Sasuke. Ich werde dich entlassen müssen. Der nickte ein wenig, denn mit sowas hatte er nun auch irgendwie gerechnet. Er wusste, dass Itachi auch als Chef denken musste. Aber das hatte er in den letzten Jahren immer getan. Aus dem Grund ballte Sasuke die Hand zu einer Faust, denn seine alte Wut kam wieder in ihm hoch. Ja, du musst als Chef denken. Das musst du dauernd tun. Immer wieder hast du mich wie ein Esel arbeiten lassen und ich hatte überhaupt keine Freizeit mehr. Selbst Naruto habe ich vernachlässigt, nur um für dich hier zu arbeiten. Ich habe auf meinen Urlaub und auf meine Wochenenden verzichtet, um mir hier in Buckelkrumm zu arbeiten. Du hast mich nur noch als Chef behandelt, aber nicht mehr als Bruder. Denk mal daran, dass unser Vater uns die Firma zu gleichen Teilen vermacht hat. Und du spielst dich hier als alleiniger Chef aus. Das mit der Ausbildung und dem Einlernen habe ich ja noch verstanden. Aber so einfach wirst du mich nicht loswerden. Sasuke redete sich richtig in Rage und stand wütend auf. Ich werde gehen, Itachi. Aber denk nicht, dass du das letzte Mal von mir gehört hast. Du siehst in mir doch sowieso nur noch den Angestellten und nicht mehr den Bruder. Und das wirst du bereuen. Schmeiß mich ruhig raus, aber denk ja nicht, dass ich gehen werde, ohne dass ich einen fahlen Beigeschmack behalten werde. Du wirst dich schon noch wundern, Itachi Uchiha. Wütend stürmte Sasuke aus dem Büro und warf die Tür hinter sich mit einem Knall ins Schloss. Er war so enttäuscht von seinem Bruder, dass er sein schlechtes Gewissen sofort wieder vergessen hatte. Denn eins stand fest, er war hier nicht der Einzige, der Fehler gemacht hatte. Itachi wusste überhaupt nicht so richtig, was um ihn herum passiert war. Und er starrte nur perplex auf die Tür, die gerade noch so lautstark ins Schloss gefallen war. Die Worte seines Bruders musste er erst einmal verdauen, denn dass der so unter seiner Erziehung gelitten hatte, hatte er überhaupt nicht gewusst. Mit einem Mal wurde Itachi klar, dass er schon viel früher mit Sasuke hätte reden müssen. Dann wäre vermutlich vieles ganz anders gelaufen. Sasuke hatte sich sofort auf den Weg gemacht, um zu Sasori zu kommen. Wenn sein Bruder ihn nicht mehr haben wollte, dann würde er sich schon wundern. Irgendwie hatte er die Hoffnung, dass der Akazuna ihn aufnehmen würde und ihm unter die Arme greifen würde. Wo hätte er denn sonst noch hingehen sollen? Von daher stand er nur ein paar Minuten später bei dem Akazuna im Büro und druckste ein wenig herum. Schließlich wusste er auch nicht genau, wie Sasori reagieren würde, wenn er herausbekam, dass alles aufgeflogen war. Doch der Rothaarige reagierte sehr viel ruhiger, als Sasuke erwartet hatte. Mach dir deswegen keine Sorgen, Sasuke, meinte Sasori ruhig und verschränkte die Arme vor der Brust. Er lächelte sogar ein wenig. Weißt du, ich habe damit gerechnet, dass du wirklich irgendwann vor mir stehen würdest, weil dein Bruder dich rausschmeißt. Irgendwann musst du das doch so kommen, meinst du nicht? So kannst du es dir sparen, die Firma mit mir zu teilen. Blinzelnd strahlte Sasuke ihn an und senkte den Blick,
Wieder wurde er wütend und ballte die Hände zu Fäusten, denn am liebsten hätte er wirklich irgendwas zerschlagen. Er war so enttäuscht von seinem Bruder. Und dass Azuri ihn in seiner Befürchtung so bestätigte, machte die Sache natürlich nicht einfacher. Azuri schmunzelte ein wenig, denn damit gerechnet, dass Sasuke irgendwann Fehler machte, hatte er natürlich. Aber damit, dass Itachi irgendwann einen machen würde, hatte er ebenfalls gerechnet. Er hatte schon längst gemerkt, dass Sasuke sehr wohl mit seinem Bruder aufnehmen konnte und auch das Wissen und die Qualifikationen hatte, um ihn fertig machen zu können. Aus dem Grund räusperte sich Sasori leise und schob Sasuke einen Vertrag hin. Hier, an deiner Stelle würde ich unterschreiben. Ich werde dich anstellen, wenn du das möchtest. Und du wirst hier eine sehr viel höhere Stellung einnehmen als in Itachis Firma. Das bedeutet mehr Urlaub, mehr Gehalt und mehr Freiheiten. Sasuke war verwirrt. Aber dann lächelte er ein wenig und unterschrieb den Vertrag, ohne noch einmal darüber nachzudenken. Er wollte es nicht einmal lesen, denn er wusste, dass Azuri in seinen Verträgen niemals einen Fehler machen würde. Erleichtert schob er dem Akasuna das Schreiben zurück und er schmunzelte zufrieden. Schon lange hatte er sich Sasuke unter den Nagel reißen wollen, denn in ihm hatte er einen treuen und hochwertigen Mitarbeiter gefunden. Er nickte ein wenig. Deidara wird dir dein neues Büro morgen zeigen. Du kannst dann für heute erst einmal nach Hause gehen, würde ich sagen. Du hattest bestimmt eine Menge Stress mit deinem Bruder, was? Deidara? Hakte Sasuke nach und legte den Kopf schief. Das ist der Name von Itachis bestem Freund. Da solltest du ein bisschen vorsichtiger sein. Als wenn ich das nicht wüsste, Sasuke. Ich stelle Nachforschungen an über die Menschen, die ich einstelle. Und ich weiß, dass Deidara der beste Freund von deinem Bruder ist. Aber mittlerweile habe ich ihn mehr auf meiner Seite und er wird überhaupt nichts mehr gegen mich machen können, erklärte Sasori ruhig. Und Sasuke nickte. Sasori wusste schon, was er machte. Und Sasuke wollte wirklich nur noch nach Hause. Er wollte sich ins Bett legen und schlafen und sich einfach erstmal eine Zeit lang verkriechen. Als er in der Tür war, räusperte sich Sasori noch einmal. Sasuke, warte mal kurz, rief der Akasuna ihn zurück und kramte in seiner Schreibtischschublade herum. Ich habe da noch was für dich. Das solltest du dir angucken, würde ich mal sagen. Er schob Sasuke eine DVD zu und der war etwas verwirrt. Was ist denn da drauf? Nuschelte er. Und Sasori lächelte nur ein wenig. Das solltest du dir selbst ansehen, Sasuke, aber mach dich darauf gefasst, dass es dir nicht gefallen wird. Sasuke nickte unsicher und machte sich auf den Weg nach Hause. Der Kasuna reckte sich aus seinem Schreibtischstuhl und lächelte, als Deidara ins Büro lenzte. Er erzählte ihm alles und stand dann auf, um mit Deidara zusammen das Büro für Sasuke vorzubereiten.